Wir haben zwei Beförderungen, das habe ich gar nicht gesehen, die zweite, aber schön. Dann bekommst du Truppsicht oder Schnellschuss? Nee, du kriegst nachher Revolverheld, dann brauchst du sowieso keinen Schnellschuss. Dann kriegst du natürlich das. Okay. Und du bekommst. Ja, Sprinter, ne? Okay. Hat doch wunderbar funktioniert. Der ist 3 Tage verwundet. Das ist traurig, aber macht nicht so viel. Wir haben noch ein Sektorpod-Wrack gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wofür man das genau brauchte. Die Wir ganze bleiben in Panik in Kontakt, Europa hat sich Commander. gelegt. Das ist doch schön. Jetzt überlege ich gerade, was wollte ich schauen? Wofür brauchte man die Sektorpod-Dinger? Ich glaube, für irgendwas brauchte man das, aber ich weiß nicht mehr für was. Wir könnten eigentlich auch mal ein paar Chitin-Panzer bauen. Auf der anderen Seite, so wichtig ist es nicht. Wir haben eigentlich auch von allem genügend da. Außer halt Chitin-Panzer. Eine Erzengel-Rüstung könnte ich mir auch mal noch zulegen in nächster Zeit. Denn mit den Dingern kann man dann fliegen. Das wäre natürlich richtig cool. Außerdem könnten wir mal noch. Eigentlich könnten wir alle Schalenrüstungen zu Geistrüstungen aufwerten, oder? Die Geistrüstungen sind eigentlich durchweg besser. Oder wir bauen halt mal noch Erzengelrüstung. Weißt du was? Ich warte erstmal noch. So können wir das immer noch dann währenddessen machen. Also kurz bevor. Ah, da ist ein Psi-Test abgeschlossen. Was haben wir denn da Schönes? Moment, wo waren das? Forschung? Nein. Kaserne. Oh, unser Sniper ist begabt. Oh, das ist aber schön. Er hat den miesen Trip gelernt. Das ist richtig schön. Der hat noch einen Skelettanzug an, ne? Der muss. Ach nee, er hat schon eine Geistrüstung. Das ist gut. Oh, das ist sehr schön. Und der hat auch relativ viel Wille. Das ist echt gut. Okay. Unser Major William White könnte auch noch begabt sein. Okay, das ist schön. Hyperwellenverbindung ist fast fertig. Jetzt ist die Frage, Moment, können wir noch irgendwen anders ins Psi-Labor stecken? Du könntest auch schon ins Psi-Labor, aber du hast, glaube ich, nicht viel Wille, oder? Hast du viel Wille? Wahrscheinlich nicht. 72 ist nicht schlecht. Die Frage ist, reicht das schon für Begabung? Und dann fällst du halt auch erstmal wieder aus für ein bisschen. Ich warte erstmal, bis unser Ramirez wieder da ist, denn zwei schwere Leute brauchen wir eigentlich sowieso für gewöhnlich nicht. Ah, da ist die Hyperwellenverbindung fertig. Also interessant wäre es halt gewesen. Na, also wir stecken die einfach dann da rein, wenn der andere wieder da ist. Dann haben wir nämlich einen für die nächste Mission. Nicht, dass wir dann keinen schweren Soldaten haben. Also keinen halbwegs ausgebildeten schweren Soldaten. So, Einrichtungen könnten wir bauen. Ich heb mal das noch aus und ich heb mal das noch aus. Und was könnten wir denn sonst noch? Können wir noch irgendwas Interessantes bauen? Eigentlich nicht aktuell, ne? Werkstatt geht hier theoretisch noch hin, wenn man das wollte, aber irgendwie brauche ich das auch gar nicht. Tja, eigentlich ist Ramirez ja wieder ein Tag. Nee, komm, ich warte den einen Tag noch. Wer weiß, was noch passiert in diesem einen Wir haben hier Tag. eine sichere Übertragung vom Rat, Oh. Commander. Da gibt es eine Ratsangelegenheit. Die indischen Überwachungsanlagen wurden von Aliens infiltriert. Die Details sind noch unklar, aber diese Station ist für unsere Überwachung unersetzlich. Wir können nicht zulassen, dass gegnerische Truppen sie besetzen. Wir müssen eingreifen und die Anlage sichern. Starre Hervorragend. Wir sind T-Einsatz. auf Ihren Fortschritt gespannt. Moment, ich möchte mal ganz kurz gucken. Jetzt ist es nämlich wahrscheinlich tatsächlich. Er ist noch nicht wieder da. Deswegen habe ich ihn noch nicht direkt da reingesteckt. Habe ich sie noch nicht direkt da reingesteckt. So. Okay. Dann machen wir das jetzt. Und ja, starte Einsatz. Ich weiß. Du bist auch wieder dabei. Das ist sehr gut. Du musst auch dabei sein. Aber zwei Scharfschützen sind mir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen viel, oder? Also, was soll ich mit zwei Scharfschützen? Nee, komm. Du bist erstmal wieder raus. Es tut mir leid. Wobei, das Ding kannst du eigentlich behalten. Das ist wurscht. Davon haben wir genug. Du bist erstmal raus und dann überlege ich, wen nehmen wir noch mit.
Boah, schwer verwundet. Ja, du warst auch fast tot, ich erinnere mich. Wen hatten wir gerade noch dabei als unseren zweiten und ach, unser zweiter Unterstützer ist wahrscheinlich sogar gerade noch da, oder? Oder? Nee. Nee. Doch, Captain Douglas. Nee, wie heißt er? Corporal. Sie ist Corporal. Okay. Wie nehmen wir denn da noch mit? Was fehlt uns denn noch? Was haben wir denn? Wir haben einen Unterstützer, wir haben zwei Unterstützer, ein Sturm, ein Schwer, ein Scharfschütze. Das heißt, wir können noch entweder, würde ich sagen, einen schweren Soldaten oder einen Scharfschütze, Quatsch, oder einen Sturmsoldaten mitnehmen. Mir sind ja eigentlich mal Sturmsoldaten sehr lieb, muss ich sagen. Deshalb würde ich fast sagen, wir haben gerade gar keinen anderen schweren Soldaten mehr. Okay, dann müssen wir wohl einen Sturmsoldaten noch mitnehmen. Dann kommt jetzt die gute Frau Olga Lebedeva nochmal mit. So, mit einer du kriegst auch eine Geistrüstung, glaube ich. Wir haben aber keine zweite Legierungskanone. Das ist natürlich blöd. Dann kriegst du, was kriegst du denn noch? Wir könnten noch ein Medikit mitnehmen. Einfach weil, warum nicht? Das mit dem Plasmagewehr stört mich ein bisschen. Wo ist denn mein anderes? Ach ja, wir hatten noch den schweren mit. Das ist natürlich blöd jetzt. Können wir vielleicht noch eine Legierungskanone bauen? So ganz, ganz fix einfach mal. So, Legierungsgleis noch. Wir haben zwei. Wo ist dann die andere? Wo ist meine zweite Legierungskanone? Moment. Was ist da kaputt? Ja, komm. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Wo ist die zweite Legierungskanone? Irgendein Sturmsoldat muss ja die zweite Legierungskanone dann haben, ne? Moment. Ach, die hat er. So ein Crap. Dass das auch immer nicht richtig funktioniert. Brauche ich einfach noch eine Legierungskanone? Das ist eigentlich mir das zu teuer. Komm, dann kriegst du halt ein leichtes Plasmagewehr. Das wird schon passen. Kannst du kein schweres nehmen? Schwere haben wir nicht mehr, ne? Die sind alle quasi auch in Benutzung. Die haben beide schwere. Ja, gut. Komm, ist wurscht. Dann machen wir das so. Kann einer von euch vielleicht noch eine andere Rüstung? Wir haben nämlich noch eine Titanrüstung. Damit kann man nicht so weit laufen. Ich weiß, das ist aber nicht so schlimm. Glaube ich. Schalenrüstung, naja. Dann vielleicht doch lieber noch eine Titanrüstung, damit du mir nicht abkratzt. Oder wie viele Leben sind das? Sind nochmal 6 Leben mehr. Du kriegst eine Titanrüstung, gute Frau. Außerdem sind da wahrscheinlich gute Männer. Gute Männer sind da. Nein, dünne Männer sind da wahrscheinlich. Und die dünnen Männer machen immer Gift. Und Titanrüstung schützt vor Gift und so. Okay, der Einsatz in Indien. Ich bin gespannt. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Mehr Informationen hast du nicht. Durchkämmen Sie das Einsatzgebiet. Irgendwo da so mitten in der Pampa? Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon. Das sollte ja irgendwie so ein komisches Rats... Gebäudenkram sein, ich weiß es nicht genau. Aber wir sollen nichts tun, außer Aliens töten. Das wundert mich ein bisschen. Das ist ein bisschen stumpf für einen Ratseinsatz. Normalerweise hat man da ja immer so komische Sachen. Irgendwelche Bombenentschärfungen der oder sowas. Ich soeben mit, dass wir die Verbindung zu einem Außenposten verloren haben, der Alien-Aktivität registrieren soll. Unser Primärziel ist die Sicherung dieser Anlage, um sie schnellstmöglich wieder einsatzbereit zu machen. Mal gucken. Okay, da ist Schluss. Das heißt, wir müssen eigentlich nur in diese Richtung. Hier ist auch nicht so richtig viel. Es geht also hauptsächlich in diese Richtung. Okay, weiß ich Bescheid. Dann möchte ich tatsächlich erstmal, dass wir hier rumgucken und uns in diese Richtung ein bisschen absichern und vor allem auch in das Gebäude rein. Scheint erstmal keiner zu sein, aber wir gehen vorsichtig vor. Wir haben ja Zeit gerade. Also, es geht. Wir haben ein bisschen Zeit. Ich möchte nicht da Aliens entdecken, damit sie nicht dann da irgendwo flankiert wird. Das heißt, du mal da um die Ecke. Da ist auch erstmal nichts. Feldposten. Ich weiß, ich mache wieder viel zu viel Feldposten. Aber das ist mir erstmal egal. Irgendwoher kenne ich die Karte auch. Hatten wir die nicht schon mal? Ich glaube, wir hatten die schon mal. Du kannst... Wie machen wir das denn? Eigentlich... Oh, das wäre so geil, wenn er gleich da oben drauf kann. Weißt du was?
geh mal nach da. Du bist auch ein Revolverheld und du hast Psi-Fähigkeiten. Das ist super. Das heißt, wenn du hier so ein bisschen stehst und mit der Pistole, dann machst du wahrscheinlich auch richtig was aus, tatsächlich. Der Magic Man wird hier lang gehen. Ich weiß, es war ein Sprint und es war nur einer mehr, also ein Bewegungspunkt mehr für einen Sprint, aber das ist mir jetzt gerade egal. Frage ist nach da. Wie gesagt, ich möchte nicht zu viel aufdecken eigentlich. Nach da oben. Und du, gute Frau. Na komm. Okay, ein Glück, okay. Dann schauen wir mal. Sind alle auf Feldposten. Wenn irgendwas kommt, dann gibt's auf die Fresse. Okay, gehen wir mal hier. Gehe ich da so lang? Ja, ich glaube schon. Oder gehe ich direkt durch das Gebäude? Nee, ich gucke erst, ob da hinten noch was in der Ecke ist. Wir sollen das Gebiet durchkämmen und das habe ich vor. Du kannst da reingucken. Komm, geh mal und guck mal da rein. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Okay. Sehe niemanden. Ist natürlich die Frage. Nein, wir gehen langsam vor. Wir sind vorsichtig. Aber da scheint tatsächlich niemand drin zu sein. Du kannst aber, da oben sind bestimmt welche drin. Haha. Aber das möchte ich gerne in einer Runde machen. Also ich möchte gerne da hochlaufen in einer Runde und dann... Ist natürlich die Frage. Komm, lauf du mal nach da. Dann kannst du vielleicht auch gleich in einer Runde hochlaufen und da schießen. Du kannst das sowieso nicht, aber du kannst dann dich da hochklettern, glaube ich. Kletterhakenmäßig, genau. Ja, das Problem ist natürlich, du kannst dann da trotzdem nicht schießen, ohne... Vielleicht sollte ich dich auch noch... Ich weiß, die stehen jetzt alle da richtig blöd gerade, aber was will man machen? Die müssen nämlich gleich alle da hochstürmen. Du sicherst mal nach da hinten ab. Und du kannst... Na, irgendwie bist du dafür jetzt völlig alleine. Ist auch scheiße. Du sicherst mal nach da weiter ab. So, das passt schon. Also hoffe ich wenigstens. Wir haben ja kein Zeitlimit. Wir können ja halbwegs... Halbwegs gesittet vorgehen. So, guck mal da um die Ecke, ob da irgendwas ist. Ich weiß, du bist alleine, aber naja. Ach, guck mal, da, so geht das da auch hoch. Das ist ja interessant, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also bis gerade wenigstens. Dann möchte ich gerne, dass... Okay, wer geht? Du gehst zuerst hoch. Du hast eine Titanrüstung, das passt schon. Guck mal da oben rein. Da ist bestimmt einer drin. Oder mehrere. Nicht? Ist hier echt keiner? Wo zur Hölle sind die? Na gut, dann würde ich fast sagen, wir machen das folgendermaßen. Ach, nein, du warst die Falsche. Ach, Crap. Na gut, es ist ja nicht so schlimm. Du gehst auch erstmal dahin. So, und du kannst auch nach da oben. Die Frage ist, wo nach da oben gehst du? Wenn ich dich direkt hier hinstelle, dann wirst du Leute sehen. Das ist vielleicht nicht so gut. Auf der anderen Seite, der ist da so weit oben, das ist eigentlich wurscht. Wie machen wir das? Stell du dich erstmal so nach da, dann kannst du gleich in der nächsten Runde, glaube ich, nach da vorne vielleicht laufen und das müsste eigentlich passen. Wenn ich den da hinstelle, wird er Aliens entdecken, die dann zu mir kommen. Komm, ist egal. Erstmal. Du kannst ja noch einmal schießen und wir haben ein paar Leute noch auf Overwatch und eigentlich sind auch alle halbwegs in Deckung. Da hinten ist was. Da hinten sind dünne Männer, mehrere sogar. Kannst du auf die schießen? Nö, schade eigentlich. Mach mal Overwatch mit deiner Knarre da. So, und du hast irgendwie hier gerade eine ziemlich blöde Position. Weil du da sehr offen stehst. Kannst du? Aha. Das ist schön. Komm, geh auch erstmal nach oben. Dann kannst du nachher wieder runterlaufen, aber ist ja wurscht. Erstmal bist du oben. So. Und jetzt kommen die Aliens. Ne, beziehungsweise sie kommen ja noch gar nicht, die dünnen Männer. Mein Dude hier sieht die nur aus irgendeinem Grund, kann sie aber nicht erschießen.
was sehr eigenartig ist. Irgendwie. Okay, dann müssen wir das halt ein bisschen anders machen. Wir müssen die irgendwie ranlocken. Ja, du kannst ja tatsächlich nicht so... Wenn ich den jetzt nach da... Ja, komm, ist hoch. Ich schick den mal nach da vorne. Das müsste passen. Der hat auch relativ viel Leben. Aber noch immer wird er nicht gesehen. Beziehungsweise sieht er nichts. Oh, da ist er weit genug weg. Ja, dann geh mal nach da. Ah, da sind ein paar. Sie sind natürlich in diesem komischen Häuschen drin. Das macht aber so viel eigentlich nicht. Wow, du kannst... Warum kannst du so krass weit laufen? Gute Frau, was ist mit dir los? Du müsstest eigentlich mal deine Psi-Fähigkeit nehmen. Und da hast du sowieso 100% Trefferchance mit. Hast du so nicht mal dabei. Okay. Dann würde ich sagen, töten wir einfach mal einen. Zum Beispiel ihn da. Das müsste eigentlich reichen. Rums. Einer weniger. Hat doch wunderbar geklappt. So, du hängst noch irgendwie hier oben rum. Und das ist schlecht. Du musst irgendwie auch mal hier runter. Geh mal nach da. Und diese Action-Cam gerade, ne, war jetzt nicht so clever. So, wenn du jetzt theoretisch nach da gehst, dann ist da zwar in Granatenreich, weil dann könnt ihr beide vergiftet werden, theoretisch. Das ist nicht so schön. Aber ich glaube, das sollte... Wobei, dann sehen mich die da hinten auch. Du brauchst auch noch einen Rang. Ich überlege gerade, wie ich das rangtechnisch machen soll. Dass ich halt möglichst viel davon mitnehme. Also für meine Soldaten, die halt noch nicht so gut dabei sind. Wenn du jetzt nach da läufst, könntest du auf die schießen, aber ich weiß nicht, ob du dann tatsächlich so viel ausrichtest. Naja, komm, ist egal. Es sind in Anführungsstrichen... Ach, ich hätte auch von da oben schießen können. Mann, bin ich blöd. Es sind nur dünne Männer, das passt schon. Warum hast du jetzt kein Ziel verfügbar? Och, Müll. Weißt du was, dann machen wir das jetzt... Oder? Nee, komm, Feldposten. Wenn da einer gleich um die Ecke kommt, dann kannst du ihn erschießen. So. Jetzt könnte ich die da hinten schon... Nein. Nein, 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 nein. Ich werde die da hinten noch nicht entdecken. Die können gleich von selber kommen, wenn sie Spaß dran haben, aber... Ja, komm, Feuer. Nee, die andere, die andere, die andere. Ja, die andere hat es geschafft. Awesome, sie wurde sogar direkt befördert dafür. Sehr gut. Der eine ist noch da hinten drin. Der wird jetzt... Oh, der schießt auf sie. Das ist nicht schön. Aber er trifft nicht. Sehr freundlich von dir. Dass du nicht triffst. Aber du kannst jetzt auf den schießen. Du hast nicht viel Chance dafür. Kannst du hier irgendwie reinlaufen oder so? Und die dann erschießen? Nee, scheinbar nicht. Komm, das schaffst du. Ja! Sehr gut. Mehr Kills. Mehr Beförderung hoffentlich irgendwann bei Zeiten. So, du kannst das gerade noch nicht wieder benutzen. Das ist schade. Aber du brauchst auch so noch Beförderung, deswegen ist das nicht so schlimm. Aber da hinten sind auch noch wieder welche. Du brauchst keine Beförderung mehr, aber du noch. Das heißt, du musst eigentlich auch irgendwo noch nach vorne. Hatte sie eine Titanrüstung? War sie das? Wenn ich das jetzt wissen würde, ne? Aber nö. Wie sieht denn die Rüstung aus? Ist das eine Titanrüstung? Oder ist das eine Geistrüstung? Es könnte sehr gut eine Titanrüstung sein, aber man weiß es nicht genau. Ach, crap. Dann machen wir das mal... so. Also ich habe gerade überlegt, ob ich sie halt ins Gift laufen lasse. Mach erstmal die Tür auf. Da ist eh keiner mehr drin, da können wir die Tür auch... Hallo? Mach doch die Tür auf! So. Können wir die Tür nämlich auch aufmachen. Du machst Feldposten, falls da gleich einer um die Ecke kommt. Jetzt sieht da hinten die schon wieder keiner mehr. Das ist schade. Kletterhaken darunter irgend... Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh komm, auf dem Truck. Machen wir. Flup. So. Siehst du sie jetzt da hinten? Nö, immer noch nicht. Dann mach halt nochmal einen Feldposten. Passt schon. Ich möchte gerne, dass die Leute hier ihre Ränge kriegen. Deswegen gehe ich so komisch vor, sag ich mal. Das wäre mir halt sehr wichtig. Du brauchst theoretisch auch noch, aber... Ich könnte natürlich voll mit der Rakete in die Fresse schießen. Ich weiß leider nicht, wie weit die Rakete reicht. Wenn du hier stehst, dann wirst du da wahrscheinlich nicht hinschießen können, schätze ich, oder?
Ja, wir können das ja mal ausprobieren. Wie hat sie die denn jetzt gesehen? Oh, oh, oh. Der Revolver hält. Nein, er hat nicht getroffen. Doch, wow, er hat doch getroffen. Okay, ich habe nichts gesagt. Crazy stuff. Na gut. Es ist hier natürlich überall noch das... Na komm, Feldposten passt schon. Und du kannst auch mal noch irgendwie so ein bisschen vorrücken wenigstens. Ich will... Wenn ich nach da gehe, dann sehen die mich. Und dann stehen die nicht mehr so schön zusammen rum. Vielleicht geht das da besser. Und die sollen da gerade noch so schön zusammen rumstehen, denn vielleicht kann ich da gleich eine Rakete oder eine Granate reinjagen und dann sterben sie alle und das wäre toll. Versuchen wir es mal. Rakete? Rakete, Rakete! Ha, das funktioniert! Gibt zwar dann nur Waffenfragmente, aber meine Güte. Zack, 3 Kills. In 1. Und sie braucht noch Ränge. Sie wurde aber leider nicht befördert. Schade. Naja, ist ja egal. Aber ihr braucht hier auch alle noch. Moment, du brauchst vor allem auch noch. Und du hast jetzt gerade dieses Ding. Die Frage ist, wo sind die dünnen Männer? Immer noch da? Vielleicht siehst du sie dann. Da ist eine. Da kommst du aber wahrscheinlich so nicht dran, ne? Nee. Das geht so nicht. Wenn wir jetzt den Kletterhaken benutzen und da können wir nicht hin, das ist schade. Ah, das ist natürlich traurig. Ich würde ihn eigentlich gerne Psi töten. Du brauchst auch noch... Achso, weil du einen Rang kriegst. Okay. Lauf mal da. Da kannst du schießen. Du brauchst sowieso auch noch einen Rang. Das ist auch in Ordnung. Oh, da ist einer. Na, er trifft nicht. Okay. Hey. Na gut, du hast beide flankiert. Ha, sehr gut. Wen triffst du besser? Du triffst beide gleich gut. Dann schieß den da um. Och Mann! Och Mann! Dann halt nicht. Die Frage ist, kommst du dann vielleicht von da tatsächlich per Psi-Kram an den anderen ran? Wir können es ja mal ausprobieren. Nicht? Och, schade. Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Ghost! Und dann stell dich einfach direkt da vorne hin. Ist ja wurscht. Kannst du gleich auf jeden Fall noch einen töten. So, und du? Hm. Ich möchte das eigentlich so machen, dass die nicht unbedingt direkt sterben gleich. Ich könnte davon jetzt einfach einen umschießen. Aber nee, nee, wir machen das folgendermaßen. Du gehst in den Geist. Und wirst dann dich... Das da in... Nein, es ist nicht in der Suppe, aber ich glaube, du gehst dann da durch die Suppe, ne? Warum gehst du dann da durch die Suppe? Ach Gott. Nee, dann nicht. Dann gehen wir nach da oben hin. Einfach nur, dann stehe ich halt näher dran. Und schießen kann erschießen kann er mich sowieso nicht. Das heißt, das ist nicht so schlimm. Gehen wir hier nochmal ein bisschen in Deckung. So. Hunker down. Also, Deckung und so. Du hast auch einen Geist. Sehr gut. Das heißt, wir können gleich auf jeden Fall noch ein paar Ränge sammeln. Wenn du jetzt nämlich hier hinläufst. So. Dann werden die jetzt irgendwas tun. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Die wird ja wohl davon nicht sterben. Selbst wenn sie zweimal getroffen wird, sollte das eigentlich keine Probleme machen. Was machst du? Schieß auch nochmal auf sie. Triffst aber auch nicht. Wo? Da ist ein Teil der Deckung kaputt gegangen. Okay, jetzt kommen unsere Leute hier aus der... Da bist du. Okay, welchen möchtest du gerne töten? Töt doch mal den da. So, wir brauchen Psi-Punkte. Also irgendwelche Psi-Verbesserungen-Dings. Ihr wisst, was ich meine. So, du wirst schon mindestens einmal befördert. Du wirst noch nicht befördert. Und du kannst nicht auf den schießen. Dann machen wir das mal so. Und dann wirst du vielleicht gleich auch befördert. Immer 2 Beförderungen. 2 kleine Beförderungen. Aber das war's auch noch nicht. Es sind noch mehr Gegner da. Na gut. Wo denn? Wahrscheinlich hier. Es sieht zumindest so aus, als würden die wahrscheinlich da sein. Okay, hier ist natürlich jetzt alles voll gegiftet. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Die könnten da in dem Gebäude... Also die könnten ja auch noch hier in dem Gebäude drin sein, natürlich.
Wie wäre es, wenn du dann mal nach da läufst? Und du... Gucken wir in das Gebäude auch noch rein. Ach, dich haben wir ja auch noch. Ach Gott. Hier haben wir das halbe Gebäude einfach weggesprengt. Dann geh du nach da, gucken wir um die Ecke auch noch rum. Falls da vorne was ist. Das sieht erstmal nicht so aus. Und du könntest theoretisch hier hochgehen. Von da sehen wir dann natürlich eine ganze Menge, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das irgendwas hilft. Och, bis da hinten kommst du. Gott, du kannst so weit laufen. Crazy. Aber er steht da ein bisschen offen und so, das will ich, glaube ich, gerade gar nicht. Wir werden stattdessen das machen und dann hier noch ein Overwatch und dann könnt ihr gleich da reingehen. Da geht die Basis weiter kaputt. Ich weiß auch nicht, ob das so der sinnvolle... Na komm, jetzt mach die Tür auf. Ach, guck mal, da sind sie. Die übrigen, dünnen Männer. Ach, guck mal, da flüchten sie wieder. Ach, Mann. Sie haben den Kontrollraum erreicht. Sieht aus, als hätten sie nicht allzu viel Schaden angerichtet. Ist doch schön. Das ist doch wunderschön. So, jetzt müssen wir irgendwie den Typen da hinten killen. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel nach hier laufen? Miau. Und die dann erschießen. Na, 66% ist nicht viel, aber... Ach, schade. Hast es nicht geschafft. Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht. Ach, komm. Alter, er kann den durch die Tür erschießen. Ja, komm, Feuer. Du brauchst sowieso auch noch normale Ränge, also von daher ist es nicht... Ist es nicht verschenkt. So. 15. Du Freak, ey. Du Freak. So, die anderen sind da hinten durchgeflüchtet. Boah, wie weit ich den hier einfach hinterherlaufen kann, wenn ich das möchte, ne? Crazy stuff. So. Die Frage ist, wo sind die? Wahrscheinlich nicht da. Ich könnte nach da vorne... Ja, du hast sogar noch einen Geist. Oh, das ist cool. Weißt du, wie wir das dann machen? Du läufst den hinterher. Da kannst du vielleicht noch einen Rang kriegen, da hinten. Ja, durch das Gift ist eine tolle Idee. So. Schön. Dann sprutest du mal noch nach da. Einfach damit wir hier auch nochmal abgesichert haben, falls da gleich einer wiederkommt oder so. Ach, du bist noch hier ganz hinten irgendwo. Dann sprinte doch mal in die Richtung. So, wen haben wir noch? Ach, du bist da hinten auch noch. Der Magic Man McPain. Geh mal da durch. Bock. Tritt er die Tür auf. Und geht da rein. Einfach, weil er es kann. So, zwei dünne Männer haben wir noch, die hoffentlich nicht so blöd sind und sich erschießen lassen. Das wäre nämlich... Also... Oh, bleib doch da stehen. Die Frau wollte ich doch... Ach, crap. Nicht die Frau, die andere Frau sollte euch erschießen. Verdammt. Tja. So viel dazu. Du solltest den eigentlich erschießen. Kriegen wir das hin? Weißt du was? Ghost? Dann kriegt er nämlich keinen Reflexschuss. Und dann kriegt er in die Fresse. Bam! Und tschüss. Genau. Was? Das waren immer noch nicht alle? Ach doch. Okay. Ja, wie aus dem Lehrbuch. Wir haben, glaube ich, nicht mal einen Treffer abgekriegt. Und wir kriegen Beförderungen. Das war ein sehr schöner Einsatz für... mich, also für meine Leute vor allem, die jetzt befördert werden. Und ich bin gespannt. Ein Sergeant und noch ein Schaden. Sergeant. Schaden. Okay. Spitzname erlangt Mustang und Missionary. Okay. Na gut, du kriegst dann natürlich erstmal blitzschnelle Reflexe. Das Wichtigste. Und du bekommst auch etwas sehr Wichtiges, nämlich den Sanitäter. Zack. So. Haben wir noch einen zweiten ordentlichen Sanitäter und du kriegst keinen Psi-Rang, das ist aber schade. Dabei hast du zwei Leute gekillt mit dem Kram. Verdammt. Okay, dann kann ich jetzt, aber jetzt wird nicht direkt im Anschluss noch eine neue Mission kommen. Das heißt, wir können jetzt die gute Frau erstmal, Moment, erstmal, dieses Mal denke ich dran, ihre Sachen entledigen. So. Und so. Und ach komm, die Alien-Granate kannst du behalten, die ist mir egal. So, und dann wirst du ins Psi-Labor gesteckt. So. Zack, rein da. Okay. Dann haben wir nämlich gleich auch unseren Ramirez wieder, bevor die nächste Mission kommt. Da ist er nämlich. So,
Eine Psi-Test-Folge ist abgeschlossen. Zeig mir das Ergebnis. Major William White ist begabt. Sieh an. Sieh an. Wir haben auch einen begabten Sturmsoldaten. Das ist natürlich cool. 83 Villa hat er. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist gut. Dann haben wir nämlich davon auch noch einen. Und den werden wir jetzt natürlich demnächst auch öfters mal noch mitnehmen. Er braucht auch noch einen Rang. Das ist aber nicht so schlimm. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und was wir jetzt eigentlich noch machen müssen, ist... Da wir jetzt im Besitz des Hyperwellenleuchtfeuers sind, stellt sich die Frage, was wir davon lernen können. Vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit prüfen, ob UFO-Aktivitäten zu sehen sind. Tue ich doch ständig, aber ich glaube, wir sollten das Ding vielleicht mal benutzen oder so. Aber die Frage ist, wie geht das? Erstmal können wir hier nochmal gucken. Da ist noch ein Firestorm im Bau. Plasmakanone, Plasmakanone. Ich wollte nochmal gerade kurz durchgucken. Das ist dann der letzte, ne? Der letzte Demon, den wir bauen. Der kommt dann in Südamerika zum Einsatz. Aber wo ist... Scanne mit dem Hyper... Ach so. Ach so, das dauert einfach ein bisschen. Ich muss jetzt einfach ein bisschen warten. I see. Okay. Dann machen wir mal weiter. Da ist das letzte... Der letzte Firestorm fertig. Den schieben wir dann doch direkt mal nach... Das bist du? Nach Südamerika. So. Und wenn wir schon dabei sind, dann wird hier natürlich... Ist er? Dieser Raven kriegt natürlich seine Plasmakanone dann abgebaut. So. Damit wir die gleich dem Demon geben können. Ich hoffe, in der Zeit passiert da jetzt nichts. Das wäre sehr schlecht. Ah, da ist das Scan tatsächlich abgeschlossen. Moment, was hast du getan? Schau sie aus. Fassen Sie nichts an! Das könnte es sein, worauf wir gewartet haben. Ich bin für Abschalten. Ich wollte nicht, dass meine ganze Basis explodiert, Leute. Stellen Sie das ab! Es kann die ganze Basis zerstören! Nein! Geben Sie ihm Zeit. Vertrauen Sie mir. Einmal. Was macht sie jetzt? Es arbeitet. Okay. So, wir bekommen neue Daten von der Hyperwellenverbindung. Oh, da ist ein UFO. Ein violettes UFO.